Ja, danke, Sebastian. Ja, mach's gut. Ja. Das klang ja nicht so berauschend. Eduard ist auf Kaution freigekommen. Und was heißt das jetzt? Ist er unter Beobachtung oder so? Nee, eher nicht. Im Grunde kann er in der Weltgeschichte rumspazieren, solange er sich für die Ermittlungen und den Prozess zur Verfügung stellt. Er hat ein paar Mal versucht, Gregor umzubringen und jetzt darf der einfach so weitermachen? Ja, irgendwie schon. Geld regiert die Welt. Eduard ist nicht vorbestraft. Und es besteht keine Flucht- oder Verdunklungsgefahr. Ja, und was ist mit der Wiederholungsgefahr? Für das verbrannte Bild kann er gar nicht belangt werden. Es gab kein Geständnis, keine Beweise, keine Zeugen. Aber er hat uns doch ins Gesicht gesagt, dass er das Bild verbrannt hat. Nein, das hat er eben nicht. Nicht direkt. Und das ist das Problem. Eduard ist clever. Bitte sagen Sie ihm, dass er sich sofort bei mir melden soll. Ja, danke. Wiederhören. Lass mich raten. Die Tochter des Restaurators weiß auch nichts. Warum beauftragst du denn keinen Detektiv? Wovon denn? Ja, will sie die ganze Zeit auf eigene Faust weiter ermitteln? Eduard wird doch so oder so verurteilt. Ob da jetzt noch dieses Bild dazukommt, das ist doch fast schon egal. Prügelprinzessin schlägt Ex-Verlobten. Da die Presse wollen einen brandheißen Tipp bekommen. So sieht's aus. Und jetzt ratet mal von wem. Eduard. Der Typ ist clever. Jetzt macht er sich auch noch lustig über uns. Ja, aber nicht mehr lange. Jetzt vergesst doch diesen albernen Zeitungsartikel. Wir haben echt Wichtigeres zu tun. Aber... Kein Aber. Ich werde nicht zulassen, dass Eduard mit dem Bild ungeschoren davonkommt. Wir müssen den Restaurator finden.